Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Grüße euch. Wir haben Sonntag und die Nacht war kurz. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen gedaddelt am Laptop, ein Spiel da. Und ich glaube um 1 Uhr oder sowas bin ich dann rein und wir haben jetzt 7:15 und die Nacht war auch sehr unruhig, immer auf wach geworden. Einfach, keine Ahnung, Mücken waren hier ein paar drin, habe ich gestern Abend vergessen zu killen und dann immer in dein Ohr geflogen, immer in dein Ohr geflogen. Das war ein bisschen ätzend. Ja, jetzt war ich gerade eine große Runde mit Eddie schon laufen. Habe ich die Kamera vergessen gehabt. Egal, die Livia war auch mit. Und wir waren zu beschäftigt und abgelenkt von den Katzen, um zu ritzen. Und jetzt wollte man gerade einen Kaffee trinken, hat er wieder angezeigt. Jetzt ist die Mama losgelaufen, weil ich jetzt auf Toilette musste. Und dann dachte ich mir, erzähle ich euch schon mal, dass wir auch schon in den Tag gestartet sind. Ja, es ist früh und die Kopfschmerzen sind weg. Ich habe gestern ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und war ein langer Tag gestern. Ein bisschen heute aufräumen hier. Die Michaela wollte haulen. Heute ist Sonntag. Heute gehen wir zu der altbewährten Tradition zurück. Sonntag ist Ruhetag. Ja, wir haben den Lüfter schon an. Es ist heute irgendwie ein bisschen frisch. 18 Grad haben wir nur. Nur. Und draußen sind 16 Grad. Ja, sieht man das? Ja, sieht man nicht so gut. Ich zeige das nachher nochmal. Ja, das Wetter ist aber schön draußen. Es ist wirklich angenehm von der Luft. Es ist trocken. Jetzt hätte ich fast noch mal Kaffee getrunken. Um Gottes Willen. Es ist trocken, wolkenfrei fast. Und ja, ich freue mich auf den Tag heute hier. Wir werden heute einen ruhigen machen. Ich werde noch einmal zum BIM fahren heute und Wasser holen. Die passen gestern nicht mehr ins Auto. Wir haben so viel angekauft auf dem Markt. Unglaublich, so viele geile Sachen. Und ich bin immer noch hart geblieben. Keine Schokolade. Oh, ich bin müde. Ja, heute spielt Deutschland gegen Spanien. Das vermeintlich letzte Gruppenspiel. Ja, aber schade. Irgendwie ist dann so der Anreiz weg. Ich gucke trotzdem noch. Ich fieber aber Kicktipp mit. Genau, da habe ich ja versprochen. Ich wollte mal einen Zwischenstand geben. Ich guck mal kurz rein. Den nicht mal anmachen. Da war der Akku gestern auch leer. So lang war der Tag. Kicktipp. Wo sind wir denn? Palim, Palim. Ich zeige euch das mal. So sieht unsere App aus, für die, die es nicht kennen. Gucken wir mit dem richtigen WLAN verbunden oder ist das auch aus? Ja, mit falschen. Mit dem langsamen vom Campingplatz verbunden. Ich logge mich mal eben in unsers ein. Kicktipp. Ja. So, ich bin auf Platz 9 mit 34 Punkten. Ich ist Erster. Wie auch immer sich ich genannt habe. Die Gong-WM ist Zweiter. Volksschön ist auch Zweiter mit 38 Punkten. Ihr habt noch keine Tipps dazu gegeben, das erkennt man daran, wenn hier keine Striche sind. Kemper Michael hat auch noch nicht abgegeben. Tatjana Müller 22 ist da auch noch nicht abgegeben. So sieht's aus. Ja, und Omi und Aupark haben gar nicht mitgespielt. Denise hat auch noch ein paar Spiele getippt. Aber gut, guck ich mal, wie gestern die Spiele waren. Spieltag, dritter Spieltag. Gestern hat Argentinien Mexiko 2:0 getippt. Da gespielt habe ich gestern Tendenzen fast alle richtig, aber die Tore falsch getippt. Also Polen gegen Saudi-Arabien 3:0, haben die Polen 2:0 gewonnen. Dänemark, Frankreich 3:0, habe ich 2:1 habe ich 3:0 getippt. Ja, egal, aber besser 2 Punkte als gar keine Punkte. Ja, die Mama kommt wieder. Ich melde mich gleich wieder rein. So, ja, da kam die Mama schnell wieder, weil Etty hat es so gezogen, da muss ich unterbrechen. Ja, auf jeden Fall eine lustige Sache. Unsere Kicktipp-Runde, das macht auf jeden Fall Spaß. Heute Abend geht's weiter. Also, wenn ihr das seht, ist ja schon vorbei. Bin gespannt mit Deutschland. Keine Ahnung, kann alles passieren. Ihr könnt 3:0 gewinnen, ihr könnt 8:0 verlieren. Egal, wird schon, ist nur Fußball. Mal schauen. Ja, jetzt sind wir am Strand, wir haben jetzt gefrühstückt alle, hatten versucht ein Nickerchen zu machen, aber entweder ist der Eddie aufgesprungen und hat randaliert,
Und da die Livia wollte, hat mir die Tasche noch vom Kopf gehauen beim Spielen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, das Wetter ist schön, es ist trocken, die Sonne scheint, die Sonne lacht, ab zum Meer. Ja, und jetzt laufen wir hier ein Stündchen hin und her, bis zu dem Hotel da vorne. Ist Murphy? Ne, er ist am Schnauzen, keine Zeit beherrschen. Ja, so verbringen wir jetzt den Tag. Heute Mittag gibt's, wir haben noch Aufstrich, hat die Mama noch gemacht. Und dann muss ich auch Leberwurst heute mal machen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf, so langsam mal wieder. Die aus Tofu und den Kidneybohnen. Die werde ich mir nachher machen. Und dann machen wir einen leckeren Salat noch dazu heute. Dann machen wir, glaube ich, Nudeln, wollte ich mal machen, oder Reis. Gucken, gestern habe ich ja Schnitzel gemacht. Die sind schon fast alle. Die haben in Calvino so gut geschmeckt. Und ja, mein Gyros mache ich vielleicht auch die Tage. Wir haben noch Krautsalat und Feta-Käse. Und mal gucken. Vielleicht muss ich mal erstmal alles auspacken und haulen, euch zeigen, was wir alles gekriegt haben gestern. Ja, aber wir gehen da ganz entspannt dran. Haben wir auch Zeit, läuft ja nichts weg. Heute ist Sonntag, heute ist Chill-Ausruhetag. So ist es in Ungarn jedenfalls immer gewesen am Haus, dass wir da nichts gemacht haben. Und ja. Jetzt laufen wir erstmal eine Runde und genießen die Stille, das Rauschen des Meeres. 20 Grad soll es heute werden. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Heute sind auch einige WM-Spiele. Deutschland gegen Spanien unter anderem oder auch Japan gegen Costa Rica. Der Deutschland schreckt Japan. Ich bin gespannt, wenn die heute gewinnen gegen Costa Rica und Spanien gewinnt, sind wir raus. Gewinnt Japan und spielt Deutschland unentschieden, sind wir auch so gut wie raus, so 99%. Aber so ist das. Obwohl wir gegen Japan die meisten besseren Torschüsse hatten und alles und am Ende die Tore macht, der kommt weiter. So ist das im Fußball. Am Ende kackt die Ente und letztendlich ist es nur Fußball. Bei der letzten WM sind wir auch kläglich gescheitert. Haben wir auch nur ein Spiel gewonnen, mit Glück gegen Schweden in der letzten Minute durch Kroos im Freistoßschlenzer. Und dann haben wir gegen Südkorea verkackt 2-0 und davor schon gegen Mexiko. Und ja, aber so ist Fußball. Wie gesagt, alles halb so wild. Es war immer schön, wenn sie gewinnen, aber dann letztendlich auch kein Weltuntergang. Haben wir eh nichts von, um hier schön zu reden und nicht zu ärgern. Ja, so ist das. Wir laufen mal weiter hier und ich zeige euch nachher, was wir noch Schönes machen. Aber wozu wir uns jetzt letztendlich entscheiden, was wir zu essen machen, werde ich euch zeigen. Und ach ja, von gestern wollte ich ja noch erzählen, Resümee. Ja. Im Grunde war es ein wirklich schöner Tag. Wir waren fast 9 Stunden unterwegs. Wir sind 10 Uhr losgefahren, waren um 18, 19 Uhr wieder daheim. Die Maus hat auch durchgemacht. Die ist dann um 6:30 irgendwann eingeschlafen. Wir waren zuerst auf dem Markt, der wirklich ein Träumchen ist. Mit dem Geldumtauschen hat super geklappt. 9,0 habe ich gekriegt, 19,0. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, der Markt. Dann waren wir in der Metro. War auch schön. Ähnlich wie europäische Verhältnisse, aber müssen wir nicht nochmal hin, weil wir kriegen alles, was wir brauchen hier in den lokalen Obstständen oder auch im BIM hier vor Ort. Herr Rossmann haben wir auch alles gekriegt für die nächsten 4 Wochen, was wir brauchen. Windeln holen wir halt hier im BIM, die sind auch super. Die reichen dann. Und ja, Bananen haben wir 11 Kilo geholt am Straßenrand, haben Euro bezahlt pro Kilo. 20 türkische Lira, LE ist ja Ägypten. Ich weiß nicht, wie ich immer auf LE komme. Keine Ahnung, vielleicht weil der Wechselkurs ähnlich ist, 1:20. Ja. Und ansonsten war es gestern ein schöner, runder Tag. Hat uns allen sehr gut gefallen. Wir haben alles bekommen, was wir haben wollten. Sogar Tofu haben wir in der Metro gekriegt, 2 Pakete. Das reicht jetzt wieder für 4, 5, 6 Wochen. Und ja, jetzt verbringen wir ein bisschen Zeit am Strand. Und ich melde mich nachher wieder rein, wenn wir das Essen machen. Später mal.
So, ich bin jetzt gerade in Vorbereitung. Hier hat die Mama schon Salat vorbereitet, gewaschen und rausgelegt, was heute alles in den Salat kommt. Das werde ich jetzt gleich spülen, da kocht das Wasser schon. Und zum Mittagessen mache ich heute was Leckeres. Kartoffeln wollte ich jetzt vorkochen. Dann mache ich diese Pilze, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe den Chef hier gefragt und er sagte, die heißt Mantar. Aber Mantar ist türkisch und heißt Pilz. Also, da bin ich leider nicht wirklich weitergekommen. Aber egal, ich werde den jetzt in Stücke schneiden. Er hat gesagt, die sollte man halt in Stücke schneiden. Und schon mit Knoblauch, Zwiebel und Hähnchenfleisch. Sehr lecker. Das Letztere fällt weg. Da werde ich einfach nur mit Knoblauch, da habe ich schon zwei Zehen, zwei Knollen rausgesucht. Die werde ich gleich schälen und kleine Stücke hacken. Hier vom Markt haben wir die. Oh. Ja, und die werden wir uns dann gleich schön anbraten. Dazu gibt es dann Maiskolben, die wir gestern am Markt geholt haben. Die habe ich auch schon hier liegen. Die werde ich gleich kochen. Alles peu à peu. Immer eine Induktionsplatte mit, damit wir auch schön draußen Essen machen können. Gleich, wenn die Maus schläft, dann wollte ich noch kurz zum BIM fahren, weil wir halt keine Wassergalonen mehr haben, beziehungsweise zwei Stück. Das Wasser von hier filtern wir zwar und nehmen das zum Kochen, aber trinken tun wir das nicht. Wobei, habe ich auch schon ein, zwei Gläser getrunken und ist nichts passiert. Aber es riecht halt so ein ganz bisschen nach Chlor, was aber auch gut ist, weil anscheinend wird es jetzt desinfiziert. Wenn das nicht so stinkt riechen würde, dann wäre es halt nicht gefiltert oder irgendwie gesäubert. Aber ich habe hier keine Bauchschmerzen. Die Leute, die Einheimischen, trinken das hier natürlich auch. Und deswegen alles halb so wild, was uns nicht umbringt, härtet uns ab. Kennt das Sprichwort ja. Ja, und so lassen wir den Tag ins Land ziehen. Haben gerade schon Chai zusammen getrunken, haben jetzt diesen gelben Tee von den Nachbarn mal probiert, der war sehr lecker. Und ja, ich werde mal weiter schnibbeln hier. Das sind die Pilze, habe ich ja schon gezeigt. Die werde ich jetzt nicht vorkochen, die kann man so anbraten. Da bin ich echt gespannt, jetzt wirklich. So, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie die genaue Bezeichnung ist davon. Das würde mich mal arg interessieren. Ja, ich werde mal hier weiter schnibbeln und machen. Und würde mich später wieder zu Wort melden. Das Wetter ist schön. Bisschen zugezogen, der Himmel, aber es ist wirklich warm, mit 22, 23 Grad und es ist wirklich angenehm hier. Ja, ihr Lieben, bis später mal. Zwischenstand, da sind Zwiebelpilze mit Gewürze, Kartoffeln, Knoblauch, der Meisterkoch, die Mama hat einen leckeren Salat gemacht. Und dazu gibt es auch Tzatziki. Feta-Käse, leckere Butter. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken unter Palmen und genießen den Tag. Mal gucken, was er noch so bringt. Da hinten gehen wir hier schwimmen gerade. Bis später mal. So, das Mittagessen ist vorüber. Es hat uns sehr gemundet und natürlich habe ich es vergessen, aber die Mama hat es gezeigt. Könnt ihr gleich im Michaela-Vlog sehen und haben gespült noch eben und der Eti muss wieder crashen. Ja, ich melde mich sofort wieder, muss mal eben eine Sausage entsorgen. So, das Malheur ist dahin, vorbei. Meine Rolle ist alle. Welche neue einstecken. Darf ich nicht vergessen. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen am Strand. Da ist die Mutti mit Olivia. Wir machen die Wellenreiten. Die haben Spaß. Und ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen hin und her. Und genießen so ein bisschen den Abend, den Tag, den Nachmittag. Wie spät haben wir überhaupt noch keine? Hört mal 16 Uhr, 20 vor. Der Elti geht's auch gut, sagt er. Da ist ein Tag genau nach seinem Geschmack. Den ganzen Tag gechillt, gelaufen, gechillt, gelaufen. Jetzt gibt's gleich noch Fressen. Und dann mal gucken, was der Tag noch bringt. Auf jeden Fall noch ein paar Chai, das weiß ich wohl. Ja, herrlich. Ihr Lieben, ich melde mich später nochmal rein. Guten Abend, guten Abend. Wir sind mal wieder da. Die Sonne geht unter. Weinrot und wunderschön. Und der Eti ist wieder am Katzenfetzen. Da hinten geht die Sonne unter.
Und heute Abend spielt Deutschland. Costa Rica hat uns Schützenhilfe. Ach, Etty, hör doch mal auf. Hat uns Schützenhilfe geleistet. Und haben 1-0 gewonnen. Etty, du bist ein Ochsenfrosch. Komm hier. Komm mal hier. Und jetzt können wir sogar aus eigener Kraft noch die nächste Runde erreichen. Etty, bleib mal jetzt hier. Ja, der hat die Katze gerade wieder hier geschnäuzelt. Und jetzt ist er außer Rand und Band. Sorry. Seht euch das mal an, wie schön das ist. Etty, warum musst du immer alles crashen? Ja, er dreht wieder ein bisschen durch. Wir laufen jetzt mit ihm noch eine große Runde. Gucken noch eben da hinten, sieht man die lykische Küste. Etty, bitte. Da sieht man die lykische Küste. Und ja, gleich gucken wir Fußball alles. Dann machen wir Rudel gucken hier mit den von nebenan. Mal gucken, wer noch. 22 Uhr geht's los bei uns. Und bei euch um 20 Uhr, ich weiß. Ja, und in dem Sinne möchte ich mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend, vor allem einen schönen Fußballabend. Aber wenn ihr das gesehen habt, ist ja alles vorbei. Ich war 2 Tage verzögert, das tut mir leid. Aber so flott bin ich nicht mit dem Schneiden. Braucht da leider ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Das würde mich sehr freuen. Bis morgen mal. Tschüss.